Und damit willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Im Let's Play bei eurem Tro auf dem Tro-Play-Channel. Beim letzten Mal hatten wir hier in diesem tollen Schloss aufgehört und haben gegen einen Super Lakito so gesehen verloren. Und ja. Na, oh nee. Ist ja jetzt nicht euer Ernst. Ach, verdammt. Das ist doch echt ein Witz. Und trotzdem fehlt mir der Spin-Jump. Wow. Wow. Da bin ich runtergefallen. Tja. Und da sind wir wieder im tollen Schloss von Lakito. Das hat funktioniert. Hui. Bum, bum, bum. Komm, Mario. Zeig mir, was du kannst. Oh nein, oh nein. Nein, das war nicht fair. Das war nicht fair. Entweder hätte ich den Hit genommen oder ich wäre gestorben. Das gibt es doch nicht. Ansonsten muss ich sagen, erstmal danke. Wir haben für die... wie soll man das ausdrücken? Danke für die 1000 Zuschauer, die ich jetzt bisher schon hatte. Für die 1000 Leute, die da wirklich meine Videos geguckt haben. Ich war echt überwältigt, dass das jetzt doch so schnell ging, dass wir da so auf so eine hohe Summe kamen. Okay, wahrscheinlich im Endeffekt war es das Spiel Starforge, was dann im Let's Play doch sehr gut euch gefallen hat. Aber trotzdem, also wirklich super, super, super herzlichen Dank und ihr seid echt spitze und ganz im Ernst, das würde ich ohne euch machen. Was würdet ihr ohne mich machen? Keine Fails erleben. Ja, also wirklich, ich bin echt begeistert, sowas. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal an diesem Punkt ankomme. Und dank eurer Unterstützung wird es auch definitiv mehr geben. Und ihr könnt euch schon auf neue Let's Plays freuen, die dann demnächst an den Start gehen werden. Und ja, jetzt kümmern wir uns hier erstmal um den lieben, netten Lakito. Super Lakito. Vielleicht gibt es ja hier noch einen Pilz oder so. Schade. Na komm, Lakito. Ich verstehe halt nur noch nicht genau, wie dieser Boss gehen soll. Eigentlich ja doch, aber... Was ist denn das? Wie muss man denn diesen Boss besiegen? Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Jetzt war ich gerade hier schön durch und dann sowas. Aber naja, dafür sind wir doch da. Ja, und... Dann war ich so am Überlegen in der letzten Zeit, was nehme ich denn als nächstes Let's Play? Ich brauche ja mal wieder was Neues, ne? Also... ich brauche ja was Neues und, ja, da ich das leider jetzt bis jetzt noch keine Level eingesendet worden sind, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, aber okay, man kann euch ja nicht zwingen, entsprechend Level zu machen, aber es hätte mich halt gefreut, für euch eure Level zu testen. Und, wie gesagt, es hätte mich gefreut, eure Level zu testen, aber anscheinend ist das noch nicht so, dass ich hier genügend Leute habe, die scheinbar Level machen wollen. Ist ja auch nicht schlimm, ne? Vielleicht irgendwann später mal, sollte ich dann irgendwann nochmal die Einsendung bekommen für ein Level, mache ich das. Na, jedenfalls, war ich dann am Überlegen bezüglich einem Let's Play zu Mario 64. Ah, und... Tja. Was haltet ihr davon? Ein Let's Play zu Mario 64... Oder gar zu einem anderen Mario. Oder gar zu Yoshi's Island. Yoshi's Island war auch noch so eine Debatte, die ich gerne machen würde. Und ich fände es auch ehrlich gesagt richtig interessant. Warum konnte ich denn jetzt nicht springen? So, jetzt ducken. Okay, jetzt ducken wir uns hier wieder. Wow.
Wow. Komm. Kommst du wieder runter? Was? So einfach? Und damit haben wir Welt 7 auch abgeschlossen. Dann geht es jetzt ab in Welt 8. Speichern? Ach nein, Quatsch. Natürlich. Welt 8.1. Ja, und, das klingt aber eher mehr so... Geisterhaus, egal. Boah. Und die explodieren doch gleich, oder? Ja, und, wie gesagt, ich würde auch gerne aktuellere Spiele bringen, aber es ist bei mir zurzeit, drücken wir es mal so aus, technisch nicht möglich. Weil, ja, halt die Komponente doch extrem teuer sind und... Ja, teure Komponente. Nein, warum springe ich denn? Ja, und teure Komponente heißen halt auch, ne? Man muss dafür Geld ausgeben, extrem viel Geld. Ich glaube, so eine Capture Card für den 3DS kostet so circa... Nein! Warum habe ich den erwischt? Kostet so circa, glaube ich, 230 Euro oder so mit dem 3DS zusammen. Oder 150 Euro ohne 3DS. Und dann muss man das Ganze dann noch mit einer separaten Capture Card sich besorgen. Und das ist dann doch schon wieder teuer. Gut, jetzt konzentriere ich mich mal aufs Spiel, statt hier über irgendwelche Capture Cards zu reden. Und mache hier weiter. Was mache ich denn da? Ich sterbe ja hier jetzt gerade im Fließband oder was? Komme ich hier nicht am ersten Level vorbei? So, hier springen wir rüber über den. Hier springen wir über den rüber. Hier springen wir da rüber. Du haust ab. Gut. Wunderbar. Das hat früher nie funktioniert. Mittlerweile funktioniert es, dass man sich hier ducken kann. Das ist auch schön. Nicht vergessen, die schießen auch. Wenn man... Genau. Ach, komm. Wow. 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 Huhu. Oh, danke. Ich mag keine Buhus. Huhu, böse. Was, wir sind kurz vorm Ziel und... Nee, will ich nicht. Komm her. Ach, Mist. Naja. Aber egal, wir haben das erste Level geschafft. Oh mein Gott, das war ja peinlich. Und weiter geht es. Oh nein, es geht in eine Höhle. Sind denn hier nur Geister? Wow. Oh, 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 komm hoch. Mensch, hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach funktioniert. Na, dann geht's mal weiter. Oh mein Gott. Und hoch. Ja.
Wenn man klein wäre, könnte man da wahrscheinlich sogar noch eine Abkürzung nehmen. Wetten? So, was haben wir denn jetzt hier? Bombe ich mich jetzt hier nach unten oder nicht? Gut, gehen wir hier runter. Nein. Komm ich da hoch? Nein, komm ich nicht. Ach Mann. Gut. Wow. Ach komm. Na komm. So, schnell hoch. Egal, ich will das jetzt nicht haben. Ach, komm. Komm, und hier hoch. Yippie. So, haben wir die auch erledigt. Das war jetzt einfach. Ha, jetzt kann ich hier noch sterben. Bin ich aber nicht. Wunderbar. Ja, und habt ihr schon von meiner Frau das Let's Play gesehen? Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. In einem anderen Spiel. Ja, es lohnt sich wirklich, das Let's Play sich mal anzugucken. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann Daumen hoch, abonniert sie, was auch immer. Ja, und es wird weitere Folgen geben. Anders kann ich sie sonst nicht überzeugen. Oh, nein! Boah, das war knapp. Gut. Dann gehen wir hier hoch. Boah, wunderbar. Erste Sternmünze, was will man mehr? Hopp, und hier hoch. Komm, 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 komm. Toll, nichts Interessantes. Ah, Knochen trocken. Dry Bones, Dry Bones, Dry Bones. Ach, Mann, oh. Und hoch. Und hier hoch, und hier hoch. So, und jetzt hier richtig erwischen. Nicht zu früh springen und auch nicht zu spät. Boah, das war knapp. Also das Level hat hier schon wieder so ein bisschen diesen Fiesheitsfaktor. Okay, brauche ich eh nicht, bringt mich eh nicht weiter. Gut, komm. Hoch. Was? Oh nein, ich habe schon die Befürchtung, was hier passieren wird. Schieben, 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 schieben. Okay, wie soll ich denn das machen? Boah. Okay, überzeugt, Leute. Nein, 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 nein. Okay, ihr habt gewonnen, ihr habt gewonnen. Nein, 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 nein. Okay, gut, 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 gut. Schnell durch, 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 durch. Wow. Und jetzt schieben. Okay, okay. Wow. Ey, Leute, das nennt man Skill. Skilly Mario. Na. Ah, schön. Hier gibt es Leben. Oh, toll, hier kommen wir gar nicht lang. Wow.
Aha. Hallo. Ah. Ich wollte schon sagen, da kommt doch bestimmt noch was. Oh nein. Das gibt es doch nicht. Oh Mann. Nee, nee. Bowser Junior. So. Nicht mit mir. Ja, komm und rutsch da runter, ne? Zack. Yes. Bowser Junior. Bowser Junior. So groß ist Welt 8 gar nicht. Wird das hier schon der letzte Part sein? Wir werden es sehen. Weiter geht es mit Welt 8 Level 3. Nein, ein Mini-Pilz. Wie geil. Macht natürlich jetzt in so einem Level gar keinen Sinn. Aber gut. Ja, meine ich ja. Macht in diesem Level gar keinen Sinn. Aber Hauptsache, wir haben diesen Millipilz jetzt verschwendet. Mal gucken, was haben wir denn hier? Haben wir hier was? Haben wir hier was? Pilz? Nein, gut. Dann holen wir uns die Blume natürlich. Und holen uns hier noch eine. Wunderbar. Okay, das bringt mich hier gar nicht weiter. Schade, ich dachte, ich könnte die irgendwie jedenfalls ansatzweise. Okay. Ich hinterfrage das Ganze jetzt mal nicht und schwimme hier mal elegant hoch. Was hat es damit auf sich? Schon so früh die Halbzeit? Oh nein. Okay, jetzt wird es echt eng. Nein. Nein. Nein, oh, der Stern. Das wäre meine Chance gewesen. Aber ich will jetzt hier einfach nur durch. Natürlich so elegant wie möglich. Wow. Das war so nicht geplant. Hilfe. Nein. Egal. Einfach nur durch. Ich glaube, ich brauche mir gar keine Hoffnung machen, da irgendwas zu erreichen. Den Superstern, den ich hätte bekommen können, den habe ich mir schon versaut. Und ja. Den... Ups. Was denkt ihr, was ich mache, hä? Okay, da rein. Puh. Okay, es gab einen Weg oben und es gab einen Weg unten. Ich nehme den unten, springe hier ran und hab's geschafft. That is so nice. Gut, und da trennt uns nur noch. Ein Level vom finalen Level. Ein Level vom finalen Level. Hm. Was spinnt? Nee, nee, nee.
zum... Sag mal, Bowser, hast du sie noch alle? Bowser Jr., muss man ja dazu sagen. Ja. Ich glaube, hier unten bin ich sicherer. Gut, hüpfen wir hier mal lang. Moink. Tschüss. Komm. Nein. Oh Mann. Abgerutscht. Oh nee, ne? Okay. Gut, holen wir uns erstmal hier die Blume. Gut. Ich will nicht mehr. Okay, gut, das machen wir so. Ja. Nein! Oh, dumm. Dumm wie ein Stück Feldweg. Oh. Nee. Nein, meine Blume, meine Lebensversicherung. Komm. Geschafft. Die Lebensversicherung hat doch noch gereicht. Ich bin begeistert. Und dann kommen wir jetzt zum finalen Level gegen Bowser Bowser Jr. Bowser Bowser Jr. Yeah, yeah, yeah. Aha. Oh, nehmen wir mal den unteren Weg, ne? Ah, okay. Ah. Mhm. Ob ich das jetzt gemacht habe, fragt mich was Leichteres. Ich wollte es einfach nur mal austesten. Okay, hier gehen wir oben lang. Okay. Ja. Gut. Hier ducken. Und hier springen. Ah, Halbzeit. Oh nein. Dreieck. Da springe ich doch im Dreieck. Wow. Glück gehabt. Und da komme ich, Bowser Jr. Na komm, er holt wieder seinen Vater wetten. Komm, mach mal schnell hinter uns. Und tschüss. Wow, was für ein Finale von Mario. Wieso flüchtet der denn jetzt schon wieder? Was?
Wow. Tja. Und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Ich bin euer Tro. Tschö, tschö.